Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Far Cry Primal. So, jetzt endlich sind wir angekommen, nachdem ich dreimal den Plan hier umgeschmissen habe. Tut mir leid. Aber wir sind endlich angekommen und wir holen jetzt mal Voga, den Handwerker. Es ist gerade sehr dunkel. Warte mal, ja, ich mach davon mal noch einen. Zweihänderkeule würde mich schon interessieren. Ich glaube, ich nehme die jetzt einfach mal. Unterschlupf der Verlorenen. Ui. Eine Datscha-Hand ist direkt über uns. Warte mal, bevor... Da hat gerade draußen jemand gehupt. Bevor ich jetzt überhaupt irgendwas mache, will ich mal gucken, ob ich da hochkomme. Da oben leuchtet's, ihr seht's. Oh, wie schön das aussieht, guck mal. Sogar mit dem Mond und allem drum und dran, ey. Boah. So, wir gucken mal. Eine Datscha-Hand. Datsch! Noch 3 Stück bis zur nächsten Belohnung. Alles klar. Alter Holz. Wieder nichts Außergewöhnliches. So, dann gucken wir mal, was Voga in seinem kleinen Unterschlupf hier so fabriziert. So, gucken wir mal hinein. Oh. Ah. Hey, Alter! Mawinja! Nein! Musto fi Mawinja! Ah, Dijam Shanti! Maikatsu Tagata! Udam Warwai! Smarka! Maikan! Leb wohl, Pisse, Mann! Ich geb dir gleich Pisse, Mann! Gott! Was gefangen? Entkomme aus der Höhle. Was haben wir denn hier? Zeug zum Anzünden. Eine Tasche. Südahorn. Sehr schön. Tja, er denkt wohl, wir kommen hier nicht raus. Ich sehe, dass wir hier definitiv rauskommen. Und zwar auf unsere ganz eigene Art und Weise. Können wir eigentlich eine Zweihänderkeule? Ja, die können wir auch anzünden. So. So, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Aha. Das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir kommen jetzt irgendwie hier wieder raus. Weißt du was? Ich zündel jetzt mal ein bisschen hier rum. Einfach nur aus reiner Neugier. Da hat... Uah! Das ist jetzt mal eine reine Neugier, ob jetzt irgendwas passiert, aber... Sieht nicht so aus. Naja. Gut, dann... Würde ich mal sagen, Köpfer! Ja. Oder nicht Köpfer. Sieht's nicht so gut aus. Irgendwas unter uns? Nee. Okay, wir gehen erstmal hier aus der Höhle raus. Oha. Also der hat hier eindeutig... Ich guck jetzt gerade mal, ob ich uns irgendwo Feuer machen kann, so wieder drüben. Oh nein. Tut mir leid, Jaguar. Ach, das wollte ich nicht. Aber naja.
Was getan werden muss, muss getan werden. Ich würde sagen, wir kommen hier wieder raus. Hier war gerade noch was. Oder hier kommen wir vielleicht auch wieder raus. Ja, hier ist wieder ein Punkt für den Kletterhaken, den ich natürlich noch nicht habe. Das Spiel diskriminiert einen schon ab und zu so ein bisschen, oder? Kommt mir zumindest so vor. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier durch. Das hätte jetzt eh keinen Unterschied gemacht, aber ist ja egal. Wie lange die wohl schon hier unten liegt? Ja, jetzt habe ich nur ein kleines Problem, weil ich glaube nämlich nicht, dass es hier noch irgendwie weitergeht. Okay. Wir machen erstmal... Ach, da ist ja noch ein Jaguar. Ach! Ist nicht wahr. Na, da schau an. Die Kletterkralle. Du hast ein seltsames, aber nützliches Werkzeug gefunden. Suche nach, ne, an dem du Kletterhack schwingen kannst. Geh näher ran. Ne. Du kannst zwischen den Kletterpunkten wechseln, ohne den Boden zu berühren. Okay, alles klar. Ist ja nice, ne? Also, da haben wir ja unser Spielzeug endlich. So. Und... Wupp. Nach unten, nach oben, lösen und springen. Wuppa. Wupp. Sehr schön. Ab jetzt können wir überall hin, wo wir wollen. Tierfett. Südstein haben wir gefunden. So, das zünden wir natürlich gleich mal alles an. Weil wir so imbar sind. Jetzt mit unserer Kletterkralle. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ah ja, hier waren wir. Hier war auch der Mann, dessen Harndrüse ein bisschen zu gut ist. Weil er hat ja einen Mordsstrahl drauf gehabt. Jetzt bin ich nur gerade mal kurz verwirrt. Hä? Wir kommen doch jetzt von hier aus doch gar nicht... weiter. Oder? Hä? Jetzt bin ich echt kurz... Ah, shit. Jetzt bin ich echt kurz verwirrt. Tasche voll mit Alderholz. Ja, gut. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist nicht der Punkt, wo wir vorhin waren. Das ist ein anderer Punkt. Ja, toll. Ja, super. Das bringt uns jetzt gar nichts, hier zu sein, oder? Ich komme hier jetzt gar nicht raus. Oh, Mann. Ich komme aus der Höhle, ja. Also, mal die Augen genau aufmachen. Vielleicht können wir einfach rüberjumpen. Boah. Das war jetzt aber mehr... Das war jetzt haarscharf. Ach, dafür sind die Symbole. Und whoop. Whoop. So, nach unten. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Aua. Ja, super. Okay, ja. Au, ist dicht. Ah, scheiße, es sind zwei. Okay, Das sind drei. Muss mich mal schnell heilen. Kusch! Okay, also drei Jaguar. Alles klar, Feuer. Muss ich mir merken.
Ah, das ist ganz gut so, weil so kriegen wir eine Menge Jaguar-Fell. So, schon mal ein paar Speere. Der hat nichts. Das Jaguar, den Jaguar, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Was haben wir hier noch? Der hat auch nichts mehr für uns dabei. Der hier vielleicht noch irgendwas? Nee, der hat auch nichts. Der hat auch nichts. Aber was für eine fiese Angelegenheit hier. Lockt uns in der Höhle mit lauter Jaguaren, ey. Der wird unserem Dorf bestimmt einige Fallen zurechtbiegen. Ah, ja. Moment, ich bin gerade mal neugierig. Kann ich da nicht hoch? Doch. Weil da oben liegt bestimmt irgendwas. Ja, hier ist noch Feuer. Ah, vielleicht hätte ich mich ja hier rüberschwingen sollen. Wisst ihr, vielleicht dann hätte ich mit den Jaguaren nicht so Probleme gehabt. Aber naja, gut, hinterher ist mir immer schlauer. So. Achso. Gedrückt halt. Und. Whoop. Ah, fuck, das war ein Fehler. Oh, das nächste Mal mache ich das nicht. Okay, jetzt mal schön nach oben. Oh. Oh, das hat echt wehgetan. Und. Whoop. Wie ist denn der alte Mann hier durchgekommen? Der hat doch nur einen Arm. Ah, endlich. Licht. Ich sehe Licht. Ah. Wow. Hier ist kein Krokodil, oder? Das wäre jetzt der größte Fail. Kommst aus der Höhle raus. Schnapp. Bist du weg. Ein Mammut. Nee. Doch, ein Bär. Ein Bär, sorry. Wo ist denn jetzt der Karosch? Ach, Karosch, sag ich schon. Unser hier, unser Woga, unser Freund, der uns angepinkelt hat. Es ist widerlich. Das ist absolut widerlich. Ach, der ist schon wieder da in der Höhle. Also schön, mein Freund. Diesmal nicht. Nein. Ich bin Venger. Ich weiß, dass du Venger bist. Aber wenn du mich nochmal anpinkelst. Palu Guaifash, na Maita Tiwai. Na Maita. Winja Sakwin. Hübscher Stein. Kala. Saiwai Shashwai. Hasar Urusis. Ah, Blut von Horus. Balwinja, Tachis la Daisu. Ma Hasar Urusis. Mibijauda. Shashwaidam. Una Tarai. Uwinja Hagwaifa. Budaf, my God. Sashwar so daishan hasar urusi sancha. Okay. Hi, mi. Ja, ist ja gut. Oh Mann, was für ein schräger Vogel. Aber, naja, ein schräger Vogel, der jetzt zu uns kommt. Blut von Horus. Suche nach Blut von Horussteinen. Muss ich erstmal gucken, wo ist das überhaupt? Ah, direkt gegenüber. Blut von Horus. Ah, ich hab schon gedacht, wie kommt man denn hier runter? Sch
Schilf. Sehr gut. Da ist ein Riesenfisch. Da ist ein riesengroßer Fisch. Das ist ein Riesenfisch. Den würde ich gerne mal jagen. Nur mal so just for fun, kurz mal nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt jagen können. Da drüben sind auch noch Bären. Wo ist denn jetzt der Fisch? Ne, das sind keine Bären, das sind Yaks. Ja, ich habe den Fisch erwischt. Boah, es ist ein Riesenfisch. Aber der ist böse. Ein Beißfisch. Jackfell brauchen wir doch noch, auch noch, oder? Hey, wir können teilen. Ich hab gesagt, wir können teilen. Ja. Okay. Also, ein Löwe. Ein Yak. Noch ein Yak. Yakfelle brauchen wir ja. Hat's gelesen. Na, habt ihr Probleme da drüben? Kommt er nicht durchs Wasser? Oh. Habt ihr Pech. Aber Jack ist schon mal sehr gut. Und die Zweihänderkeule ist auch geil. Damit kann man Ziegen jagen wie sonst was. Alderholz. Schilf. Schilf nehme ich definitiv nochmal mit. Da ist noch so ein großer böser Fisch. Beißfisch. Und da ist nochmal Schilf. Das nehme ich noch mit und dann gehen wir zu dem Punkt da, wo wir das Blut von Orus finden sollen. Angeblich. Shit, da waren schon wieder Möwen. Ah, fuck. Mit der Zweihänderkeule können wir definitiv auch gut Höhlenlöwen jagen, merke ich. Das Ding ist awesome. Das, so eins behalte ich definitiv und upgraden will ich so eins auch. So. Wie machen wir das? So. Das haben wir erledigt. Alter, die haben sich den Kopf zerschmettert, würde ich mal sagen. Boah. Sowas ist widerlich. So. Wo gibt's hier Blut von Orus? Da. Oder? Sonne? Es sieht zumindest so aus, als wäre es hier. Ich sehe nichts, zu viele Pflanzen. Ja, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Hier war doch immer Feuer. Da. So. Dann gucken wir mal, was dahinter ist. Ach, da! Das sieht man das nur von einem Punkt aus, oder was? Blut von Orus. Boah, das glänzt ja wirklich extrem. Ist ja schon wieder ein Löwe. Ja, da ist schon wieder ein Löwe. Wieder ein Löwe mehr.
Blut von Orus, was in der Sonne glänzt. So, hier müssen wir aufpassen, weil hier sind irgendwo diese... Da ist eine. Ey, du müsstest tot sein. Es blutet. Da oben. Boah, das ist ja... Was ist das für Zeugs? Das ist doch kein normales Gestein oder Kristall oder so. Das ist doch... Ja, diese Beißfische sind mir nicht geheuer, ganz ehrlich. Überhaupt keinen Bock, mich mit denen anzulegen. Ist er weg? Sieht so aus. Dann können wir schnell rüber. Bin überhaupt nicht gerne im Fasse. Blut von Orussteine finden. Okay, das machen wir. Sobald ich irgendwie rausgefunden habe, wie ich da hochkomme. Da sind... Ach, wir sind hier. Das ist der Krater. Ach, das ist Meteoritengestein. Ach, du heilige Scheiße. Okay, das wird nicht gut. Ah, Mist. Ich muss hier erstmal irgendwie weiterkommen, aber wie? Hier gibt's keinen... Doch, da. Ah. Ah, komm hoch mit dir. Na? Zeigst du dich nochmal? Aua. Ey, das ist nicht fair. Oh, durch den Baum durch. So, wer will noch Ärger? Ihr macht jetzt Bekanntschaft mit nur einer Zweihänderkeule. Komm her! Ja. Ja. Komm da oben runter! Oder ich komm hoch. Ganz einfach. Was dir... Oh, du feige Sau. Bleib hier! Komm her! So geht es. Okay. Boah, ich habe fast kein Hartholz mehr und fast keine Pfeile. Ist hier noch irgendwo einer außer der da unten? Nö. Gut, dann sorgen wir jetzt erstmal dafür, dass wir unsere Ruhe haben und dann suchen wir uns ein paar Steine. Ach nee. Jetzt ist der doch zur Tasche wieder abgehauen. Ah. Erwischt. So, das dürften jetzt alle gewesen sein. Boah. Anstrengender Scheiß. Ah ja. Also diese schwarzen Steinadern, was ich vorhin gemeint hatte. Das ist es. Blut von Orus. Das ist ein High-End-Gegenstand. Der ist Gold. So, jetzt brauchen wir noch zwei. Einer war hier unten. Einer ist noch da oben irgendwo, aber einer ist noch hier unter Wasser, das weiß ich. Da, irgendwo. Ach, da. Der Tüftler. So, wir haben jetzt vier Blut von Orus. Also. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Halt, das wollte ich gar nicht. Ein Fähigkeitspunkt mehr. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt mal nach, was wir jetzt machen können.
Rothundfell-Upgrade. Was ist das? Keulengürtel. Ah, okay. Was ist das? Speergürtel. Wolfsfell. Gut, sehr gut, sehr gut. Was ist das? Steinsplitter. Du kannst noch keine Steinsplitter herstellen. Steinsplitter können geworfen werden, um voraussetzen. Blut von Orus. Ach so. Okay. Aber das Blut von Orus, das brauchen wir doch auch hierfür zum Beispiel, um die Keule zu verbessern. Das wäre mir jetzt eigentlich viel lieber. Wir machen erstmal das, weil das haben wir sowieso. Das können wir, da, wir haben sogar noch Jaguarfell, das können wir gleich nochmal machen. Jetzt brauchen wir Leopardenfell. Okay. Das könnten wir machen, dann können wir unseren Takedown zumindest mal machen. Tobsuchtsplitter. Aha. Tasche. Ziegenfell, Wogas Hütte. Das können wir dann auch bald machen. Ja, das machen wir dann alles in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Jackfell, da fehlt noch eins. Eingeweidetasche. Uah. Da fehlen noch Nordzeder. Das brauchen wir auch noch. Das kommen wir aber, da kommen wir alles noch hin. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Die normale Keule upgraden, ja, das ist halt alles so eine Sache. Ah! Ah! So. Entschuldigung. Gut, dann würde ich sagen, war das doch sehr erfolgreich. Wir haben jetzt Nordzeder. Wir können jetzt unsere Sachen ein bisschen besser upgraden, aber da wird auf jeden Fall noch eine Menge auf uns zukommen. Und nun gut, wir lassen uns mal überraschen. Schauen mal, was da noch so kommt und was nicht. Ich werde natürlich versuchen, alles zu erreichen. Ich möchte auch mal alles sehen. Also schön. Dann sage ich, sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahmesession. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao.